Dann würden wir uns gerne erst einmal vorstellen wollen, weil wir heute sind hier im Webinar. Wir freuen uns natürlich heute, dass ihr alle euch eingewählt habt. Ich bin Viktoria Markewitz, Seniorberaterin bei Roland Berger seit über 3 Jahren mittlerweile. Ich komme aus dem Bereich Transportation, berate also alles, was fliegt, rollt, fährt, schwimmt oder sich sonst wie fortbewegt. Und hatte Projekte innerhalb von Deutschland einige Zeit, war aber auch das letzte Jahr mehr oder weniger ununterbrochen in Middle East auf Projekten unterwegs. Da war ich zuerst für einen Austausch, habe also an dem Roland Berger Office Exchange Programm teilgenommen mit dem Office in Dubai und war dann anschließend nochmal für ein Projekt unten. Habe also dort auch die Transportwelt beraten. Jetzt bin ich wieder in Deutschland. Mal schauen, wann es mich wieder in den Mittleren Osten zieht. Das nächste Projekt ist nicht in weiter Ferne. Genau, und unter anderem engagiere ich mich aber auch beim Recruiting. Es kann also sein, dass ihr mich auch vielleicht im Recruiting mal trefft und führe Interviews. Und deswegen bin ich auch heute hier mit dabei, um meine Tipps für Case-Interviews mitzugeben. Soweit zu mir. Ja, ich bin der Markus Mörle. Ich bin ja letztlich vom Hintergrund her Maschinenbauer und Betriebswirt, habe in Aachen und in Peking studiert. Und naja, nach dem Studium hat sich für mich natürlich die Frage gestellt, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann hatte ich so verschiedene Varianten abgewägt. Das eine wäre natürlich so eine klassische Industriekarriere gewesen. Das andere wäre auch nochmal der Promotionsweg gewesen, direkte wissenschaftliche Karriere oder eben aber Beratung. Und ich habe mich für Beratung damals entschlossen, weil ich genau da eigentlich so mein Hintergrund, meine beiden Fähigkeiten in der Betriebswirtschaft und in der Technik gut kombinieren konnte. Denn ich hatte schon immer eigentlich zum Ziel, mich darum zu kümmern, dass Technik sozusagen auch im wirtschaftlichen Sinne gut anwendbar ist und sozusagen marktwirtschaftlich erfolgreich wird. Deswegen 2012 habe ich bei Roland Berger angefangen im Competence Center Operations Strategy. Da kümmern wir uns im Grunde um alle Funktionen des Unternehmens, die an der direkten Wertschöpfung beteiligt sind. Das geht sozusagen vorne los mit dem Einkauf von Materialien in der klassischen Einkaufsabteilung. Dann geht vieles in die Produktion rein, wird zu Gütern weiterverarbeitet. Damit ich aber natürlich weiß, welche Güter wie zu produzieren sind, muss es eine Forschung und Entwicklung geben. Auch das ist im Fokus. Und letztlich natürlich, die Produkte müssen zum Kunden, denn sonst brauche ich sie gar nicht herstellen. Der Vertrieb, und Supply Chain. Das sind so letztlich die Themenbereiche, um die ich mich bei Roland Berger kümmere. Ich habe persönlich meinen Schwerpunkt auch so ein bisschen in dem Bereich Product Value Management gefunden. Sprich die Fragestellung, wie kann ich ein Produkt auf der einen Seite so gestalten, dass Kunden es gerne kaufen und dazu auch bereit sind, Geld zu zahlen? Und auf der anderen Seite aber auch die Fragestellung, wie kriege ich dieses Produkt kostenmäßig so produziert, dass am Ende auch noch ein gewisser Ertrag für mich als Produzent, als Hersteller übrig bleibt. So, mit diesem Thema werden wir uns auch später nochmal in meinem Case beschäftigen. Die Frage vorweg noch, was mache ich jetzt gerade? Ich bin im Leave-PhD-Student zurzeit und zwar bin ich hier in Hamburg am Laserzentrum Nord, promoviere im Bereich der additiven Fertigung, das ist der 3D-Druck. Die Möglichkeit gibt es bei Roland Berger, wenn man einige Zeit schon dabei ist, sozusagen nochmal ein Thema für sich persönlich so ein bisschen zu vertiefen und sich daran natürlich auch weiterzuentwickeln.